Die Geschichte beginnt am Grab der Royal Swords, einem Ort von feierlicher Bedeutung, an dem ein Wächter namens Mouillon wachsam über die Waffen tapferer Krieger wacht, die ihr Leben geopfert haben. Das Schicksal von Mouillon wird mit dem Schicksal des Königreichs verknüpft, als er auf Yen, die Tochter des Königs, trifft, die seine Hilfe sucht, um ihren Vater während eines drohenden Krieges zu schützen. Mouillon, der vom König von klein auf als Krieger aufgezogen wurde, ist wie ein Bruder für Yen. Als der Krieg ausbricht, trifft eine Tragödie ein, als der König im Kampf schwer verletzt wird und in seinen letzten Momenten Mouillon zu seinem Nachfolger ernannt. Diese Entscheidung löst Neid bei Samidi, dem Neffen des Königs, und seinen Anhängern aus, die Mouillons Würdigkeit in Frage stellen, selbst wenn das Leben des Königs auf der Kippe steht. Bevor die Armee in den Krieg zieht, warnt der König Mouillon vor einem Feind, der sich unter Freunden verbirgt, einer ernsthaften Bedrohung für das Königreich. Yen ist zutiefst betrübt über den Tod ihres Vaters, während Samidi, von Neid getrieben, den König konfrontiert und ihn tötet. Yen kommt mit Medizin, um ihren Vater leblos vorzufinden, von Trauer überwältigt. Das Königreich trauert um seinen Monarchen, und Onkel Tang erklärt Mouillon zum neuen Anführer, aber Samidi lehnt dies vehement ab und hält Mouillon für ungeeignet. Yen unterstützt den Anspruch ihres Bruders, aber Mouillon zögert, während er die Unzufriedenheit unter den Soldaten beobachtet. Yin, Yens wahrer Name, verzichtet auf den Thron für sich selbst, warnt aber davor, sich gegen Mouillons Führung zu stellen. Samidi plant, den Thron von Yen zu usurpieren, indem er Gerüchte über Geschlecht und Führung verbreitet. Um Yen zu schützen, dachte Mouillon eines Nachts an die junge Yen aus der Vergangenheit. Er erkannte, dass es nun seine Aufgabe war, sie im Krieg zu beschützen, denn sie war die einzige Familie, die ihm geblieben war. Am nächsten Tag zwang Mouillon Yen zu hartem Training, um sie stärker zu machen. Aber Yen fühlte sich sehr traurig, weil sie nicht so gut sein konnte wie Mouillon. Zur gleichen Zeit traf sich Samidi heimlich mit einigen bösen Leuten, die Yen verletzen wollten, während sie alleine trainierte. Sie planten etwas wirklich Schlimmes. Während Yens Pferd von Samidi und Yin versorgt wurde, griff eine gefährliche Gruppe von Killern sie an. Sie wollten Yen verletzen. Aber Yens Training half ihr, zu erkennen, dass etwas Schlimmes geschah. Sie stieg schnell auf ihr Pferd und entkam den Killern. Yin kämpfte tapfer und besiegte einige der Angreifer. Yen war aufgrund ihres Trainings wirklich gut im Kampf geworden. Die Killer dachten, sie hätten Yen getötet und ließen sie verletzt im Wald zurück. Aber sie wussten nicht, dass jemand eine Falle für sie gestellt hatte. Alle Killer gerieten in die Falle und konnten Yen nicht mehr verletzen. Yen war verletzt und schwach, und ein Mann namens Chuan fand sie. Er verstand sich gut auf Heilung, also kümmerte er sich um Yen, bis sie wieder aufwachte. Yen war überrascht von Chuans erstaunlichem Zuhause, das sie noch nie gesehen hatte. Sie war davon begeistert. Chuan sagte Yen, dass sie 3 Tage bei ihm bleiben müsse, um sich zu erholen. Yen vertraute ihm, und während dieser Tage wurden sie enge Freunde. Yen begann über ein einfaches und normales Leben nachzudenken, wusste aber, dass ihr Königreich sie als Führerin brauchte. Eines Tages zeigte Chuan Yen einen besonderen Ort in seinem Zuhause. Er erzählte ihr von seinem Traum, einen Heißluftballon zu bauen und die Welt zu bereisen. Als Yen Chuans unerschütterliche Entschlossenheit beobachtete, erkannte sie ihren eigenen Zweck, eine Führerin zu werden, die in der Lage ist, einen Sieg für das Ameisenkönigreich zu sichern. Beflügelt von entschlossener Entschlossenheit traf sie die Entscheidung, in ihre Heimat zurückzukehren, voll bewusst, dass ihr Schicksal eng mit der Erfüllung ihrer Verantwortlichkeiten verknüpft war. In der umhüllten Dunkelheit der Nacht fanden weder Yen noch Chuan Ruhe, ergriffen von der Angst vor einer möglichen Trennung und der daraus resultierenden Qual. Während dieser Stunden schlich sich Yin leise dorthin, wo Chuan im Schlaf lag, und kuschelte sich an ihn, auf der Suche nach Trost in seiner Anwesenheit, eine Verkörperung ihrer tiefen Zuneigung zu ihm. Mit dem Beginn eines neuen Tages machte sich Yen bereit, in ihr Heimatland zurückzukehren, begleitet von Chuan. Gleichzeitig führte Mouillon eine Suchmannschaft an, die von Onkel Tang ausgesandt wurde, um Beweise für Yins angeblichen Tod zu finden. Trotz ihrer gründlichen Bemühungen klammerte sich Mouillon an die Hoffnung, dass seine Schwester noch am Leben war. Inmitten dieser Suche stießen sie auf ein Schwert, das fest in der Erde steckte, ein Schwert von den legendären 310 New Moon Swordsmen, bekannt für das Vereinen von Königreichen gegen ihre beeindruckenden Krieger. Inmitten des Waldes, in dem Yin verschwunden war, spürte Mouillon etwas Seltsames und begann, ein rätselhaftes Geheimnis zu enthüllen. Schließlich kreuzten sich die Wege dieser Charaktere an einer Wegkreuzung. Mouillon flehte Chuan an, seine Schwester freizulassen, aber Yen behauptete,
dass von Chuan keine Bedrohung ausging. Sie erzählte von den kostbaren Momenten, die sie geteilt hatten, und flehte Mu Yong an, Chuan zu vertrauen. Obwohl Mu Yong vorsichtig blieb, konnte er nicht übersehen, dass Chuan der einzige Mensch war, den Yin im Wald getroffen hatte, was auf seine Stärke und Fähigkeiten hinwies. Ihre gemeinsame Entscheidung war, Yin zurück in das Königreich zu eskortieren. Auf dem Weg wurden sie von einem Soldaten abgefangen, der düstere Nachrichten brachte. Das feindliche Königreich hatte erneut einen Angriff auf ihre Frontlinien gestartet, verstärkt durch Berichte über Unruhen in Samites Truppen auf der rechten Flanke. Samiti hatte seine Absicht erklärt, unbeweglich zu bleiben, bis er zum Anführer ernannt wurde, eine heimtückische und egoistische Forderung. Als Reaktion darauf spornten Mu Yong und Yen ihre Pferde an, ihr Entschluss war unerschütterlich. Yen führte lediglich 2000 Soldaten gegen eine gewaltige Armee von 10.000 an, stürmte voran zu den Frontlinien, begleitet von Mu Yong und Onkel Tang. Dies war der Moment, in dem ihr Königreich seinen Namen in der Geschichte wie nie zuvor verewigen sollte. Inmitten des unerbittlichen Kampfes sah sich das Königreich Yan ernsten Umständen gegenüber. Doch unter Mu Yongs tapferer Führung gelang es den verwundeten Soldaten, Sicherheit zu finden. Die feindlichen Königreiche waren sich sicher, dass sie ihren bevorstehenden Sieg innehatten, ahnungslos von Yins genialer Strategie. Yin begab sich alleine in einen Wald und lockte den überheblichen feindlichen König und seine Truppen in eine sorgfältig gelegte Falle. Plötzlich starteten die königlichen Truppen von Yan, die sich im Wald versteckt hielten, einen Überraschungsangriff und überraschten den Feind. Der feindliche König erkannte, dass er Yins schlauen Taktiken zum Opfer gefallen war. Yen, mit dem Schwert an der Kehle des feindlichen Königs, entschied sich, keinen tödlichen Schlag auszuführen. Yin erläuterte die Sinnlosigkeit des Krieges und betonte, wie er alte Konflikte aufrechterhielt und unschuldige Zivilisten verletzte. Der feindliche König, ihren Worten folgend, entschied sich zur Kapitulation und erkannte die Wahrheit in Yens Argumenten. Nach ihrer Rückkehr aus dem Krieg traf Yen eine entscheidende Maßnahme. Sie verhängte Strafen gegen Samiti und seine Anhänger für ihre Handlungen gegen die Interessen des Königreichs, versetzte sie in niedrigere Positionen und verbannte sie wegen Verrat des Reiches. Mit ihren Gegnern angemessen dealt, bereitete sich Yin auf ihre Krönung als rechtmäßige Herrscherin des Königreichs Yan vor. Jedoch, als Yin über die Zeit nachdachte, die sie mit Chuan im ruhigen Wald verbracht hatte, durchzog sie ein Gefühl der Leere. Mu Yong trat an sie heran und brachte eine Enthüllung. Chuan war einer der 10 New Moon Warriors, die den großen zwischenköniglichen Konflikt überlebt hatten. Diese Enthüllung veranlasste Yen, ihre Ambitionen als Anführerin neu zu bewerten. Wünschte sie es wirklich oder war es eine Rolle, die sie aus Notwendigkeit angenommen hatte? Am folgenden Tag, während ihrer Krönungszeremonie, erstaunte sie alle, indem sie ihre Entscheidung bekannt gab, den Thron abzugeben. Ihr ursprünglicher Plan war es gewesen, ihrem Bruder Mu Yong dabei zu helfen, seinem Schicksal als rechtmäßiger Thronerbe zu entkommen. Das Publikum war überrascht, dennoch krönten sie Mu Yong zum rechtmäßigen Thronerben und vertrauten ihm das spezielle Schwert ihres Vaters an. Mu Yong, der die Tragweite der Verantwortung erkannte, hatte kaum eine Wahl, als dies zu akzeptieren. In Anbetracht dieser Enthüllungen führte Yen ein herzliches Gespräch mit Mu Yong, bevor sie Abschied nahm. Ihr Wunsch war es, im Königreich Yan zu bleiben, nicht als Anführerin, sondern als jemand, der mit dem Mann, den sie liebte, glücklich sein konnte. Mu Yong verstand, dass Yins wahre Bestimmung keine Führung umfasste, eine Erkenntnis, die auch ihrem verstorbenen König gekommen war. Yen kehrte zu Chuan zurück, und gemeinsam sahen sie zu, wie er seinen neu gefertigten Heißluftballon startete. Sie stieg an Bord und begab sich auf eine Reise in die Lüfte. Als die Nacht hereinbrach, drückte Yen ihren innigen Wunsch aus, ewiges Glück mit Chuan zu teilen, ihre Herzen für immer miteinander verwoben. In einem fernen und verbotenen Reich suchte Sumiti, aus seinem Königreich verbannt, einen renommierten Giftmischer auf. Gerüchten zufolge hatte dieser eine tödliche Mischung ohne Gegenmittel hergestellt, eine Geheimwaffe, die Sumiti einsetzen wollte, um die Kontrolle über das Königreich Yan zu übernehmen. Mehrere Wochen vergingen und beunruhigende Nachrichten erreichten Mu Yong, der zum neuen Herrscher des Königreichs Yan aufgestiegen war. Die Nachrichten waren düster. Eine Gruppe von Rebellen unter der Führung eines gewissen Samidi und seiner treuen Anhänger startete unerbittliche Angriffe auf das Königreich. Diese Entwicklung war besonders beunruhigend, da sie das Leben von Yen gefährdete, die bis dahin ein ruhiges Leben im Wald geführt hatte. Onkel Tang, der eine tiefe Zuneigung für seine Schwester hegte, übermittelte Mu Yong dringend die drohende Gefahr. Getrieben von einem unerschütterlichen Verantwortungsbewusstsein für Yens Sicherheit,
begab sich Mu Yong auf eine entschlossene Mission. Mit Entschlossenheit in seinem Gesicht machte er sich allein auf den Weg in den Wald. Während seines Aufenthalts tief im Wald ereignete sich etwas Unerwartetes. Er stieß auf ein legendäres Schwert, bekannt als das Schwert des New Moon Swordsman, das fest in der Erde steckte. Es schien, als ob das Schwert ihn dazu verleiten wollte, es in Anspruch zu nehmen, was auf ein bedeutsames Schicksal hinwies, das sich anbahnte. Später, neben einem donnernden Wasserfall, traf Mu Yong Chuan von Angesicht zu Angesicht. Ohne Verzögerung zog Mu Yong sein Schwert, um Chuans Fähigkeiten zu prüfen. Zur Verwunderung aller Anwesenden zeigte Chuan außergewöhnliche Schnelligkeit und Geschicklichkeit und drängte Mu Yong mühelos in die Enge. Mu Yong erkannte, dass Chuan echt war, und gab auf. Mu Yongs Absicht war es gewesen, Chuans Fähigkeit, Yen zu beschützen, zu testen. Er informierte Chuan über die ernste Gefahr, der Yen durch Sami des Krieger ausgesetzt war. Chuan begriff die Notwendigkeit, sein Schwert erneut zu schwingen, um Yens Sicherheit zu gewährleisten. Nach seiner Rückkehr in das Königreich Yan sah sich Mu Yong einem erschütternden Anblick gegenüber. Sami Di hatte das Königreich in völliges Chaos gestürzt. Mu Yong erfuhr, dass seine treuen Soldaten schwer von Sami des vergifteten Pfeilen verletzt worden waren. Am schrecklichsten war der grauenhafte Anblick von Onkel Tangs abgetrenntem Kopf, ein grausames Zeugnis von Samides Brutalität. Dieser Anblick entfachte eine lodernde Wut in Mu Yong, und er stellte sich im Alleingang den Soldaten von Sami Di im Kampf, während seine loyalen Kameraden ihn vor den tödlichen Pfeilen schützten. In einer ergreifenden Demonstration von Einigkeit überreichten ihm seine Kameraden das Schwalbenschwert, einst von ihrem verstorbenen König geführt, und ermutigten ihn, zu überleben und Rache zu suchen. Sie waren bereit, alles für seine Sache zu opfern. Inzwischen befanden sich Yen und Chuan im Wald und genossen einen Moment der Ruhe. Plötzlich wurde ihre Friedensruhe durch Rascheln im Gebüsch gestört, als die Soldaten von Sami Di auftauchten und sie in einen verzweifelten Kampf ums Überleben zwangen. Obwohl es ihnen gelang, die Soldaten zu besiegen, fiel Chuan einem vergifteten Pfeil zum Opfer. Trotz Yens Zögern bestand Chuan darauf, dass die Rückkehr ins Königreich der beste Weg sei, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Mu Yong gab seinen Kameraden Anweisungen, den Wald zu evakuieren und Schutz vor der drohenden Gefahr zu suchen. Er konfrontierte die gewaltige Herausforderung mit unerschütterlichem Mut. Mu Yong, der eine harte Kindheit unter den Eliten des Königreichs erlebt hatte, stellte sich nun furchtlos 1000 Soldaten von Sami Di, weigerte sich zu weichen, selbst wenn er ihren Schwertern und Speeren gegenüberstand. Er trat sogar in einen Zweikampf mit Sami Di ein, aber Sami Di, der an Tapferkeit mangelte, konnte nicht mit Mu Yongs Geschick mithalten. Als Mu Yongs Kraft fast aufgebraucht war, kam Yen, entschlossen und in Rüstung gekleidet, bereit, sich dem Kampf anzuschließen. Sie sah Mu Yongs Hände, die vom Blut des Feindes befleckt waren, und akzeptierte das Schwalbenschwert. Zusammen konfrontierten sie Sami Di. Im erbitterten Kampf, der folgte, gestand Sami Di, den früheren König ermordet zu haben, in dem Glauben, der rechtmäßige Monarch zu sein. Diese Enthüllung entfachte Yens Wut, und sie kämpfte mit unerbittlicher Entschlossenheit. Sami Di erwies sich als kein Gegner für Yens Fähigkeiten, und schließlich besiegte sie ihn, indem sie einen scharfen Gegenstand in seine Brust stieß. Als Zeugen der Niederlage ihres Anführers ergaben sich Sami des Krieger und schworen Yen ihre Treue. Mit Sami Di besiegt, stieg Yen zur wahren Herrscherin auf. Mit dem Ende des Kampfes hatte Mu Yong, der gehofft hatte, Yen zur legitimen Anführerin zu sehen, friedlich diese Welt verlassen. Seine letzte Tat hatte den Weg für Yens Schicksal geebnet und ihren rechtmäßigen Platz als Herrscherin des Königreichs gesichert. Nach dem Abschluss des Konflikts begab sich Yen zu Chuans Zuhause in der Hoffnung, ihn sicher anzutreffen. Stattdessen entdeckte sie seinen leblosen Körper. Sie arrangierte eine würdevolle Einäscherung von Chuans Überresten in einem Heißluftballon. Dies traurige Moment markierte die letzte Gelegenheit, bei der sie Chuan, die Liebe ihres Lebens, sehen würde. Dennoch würde sie seine Erinnerung für immer in ihrem Herzen bewahren. Die Geschichte endete damit, dass Yen ihre Rolle als offizielle Führerin des Königreichs Yan übernahm und Dankbarkeit gegenüber denen ausdrückte, die ihr geholfen hatten, diese Position zu erreichen. Yen, nun ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Entschlossenheit, stand bereit, das Königreich Yan auf dem Weg in eine Zukunft des Friedens und des Wohlstands zu führen. Die Geschichte vermittelte eine wertvolle Lektion. Selbst in den schwierigsten Zeiten kann eine Prise Humor einen bedeutenden Unterschied machen und uns daran erinnern, das Leben nicht zu ernst zu nehmen.